Hello, hello, hello. Mein Name ist Cheyenne Garcia. Ich sitze hier mit meinem wunderbaren Partner Nisa. Dankeschön. Die Weisheit des Tages. Lobe den Abend nicht vom Tag. Genau. Esst immer euer Brot auf. Ja. Butter oder Nutella? Butter oder Nutella? Nutella. Ich bin nicht so der Butter-Fan. Ich finde das angenehm, wenn wir so sprechen. Das hat sowas von einer True Crime, so ein True Crime Podcast. Ja, stimmt. Willst du ein Mörder sein? Ja. Was geht? Ey, was geht, Alter? Wie geht's? Wie bist du ins neue Jahr gerutscht? Ja. Wir müssen ja so tun, als ob wir die Folge nach Silvester aufgenommen haben. Also, das neue Jahr war sehr gut. Ja. Das größte Fest der Welt. Ja. Chinesisches Neujahr. Ja. Ist aber nicht der 31. Dezember, das chinesische Neujahr. Nee, das ist dann irgendwann anders. Ja. Nach ihrer Rechnung. Ja, aber wir müssen uns eigentlich an die Chinesen halten, weil die haben ja, die sind ja mehr als wir. Ja, das stimmt. Ja. Eigentlich cool, muss nur Indien, Pakistan und China. Das ist die Hälfte der Welt. Man hat das gar nicht so auf dem Schirm, ne? Ja, gar nicht. Das ist ja das Faszinierende. Man denkt immer, man ist der Zentralpunkt der Welt. Aber Chinesen und Inder, das ist vorbei. Wenn die sich zusammentun, ne? Das ist die Macht, ne? Das ist die Macht. Das ist vorbei. Dass wir als Method Man Redman sich zusammengetan haben. Dann ist Schicht im Schacht für alle anderen. Wenn Chinesen und Inder sich zusammentun. Chinesen, stell dir vor, die erfinden eine neue Ethnie. Einfach alle Chinesen heiraten alle Inder. Also es gibt keine reine Chinesen-Ehe mehr oder keine reine Inder-Ehe. Sondern nur noch eine Ehe zwischen. Oder alle würden 3 Kinder machen. Genau. Boah. Dann ist vorbei. Diese Schinder, nennen wir die dann, die übernehmen dann die Welt. Boah, krass, ne? Die übernehmen die Welt, ja, dann ist komplett vorbei. Ich muss dir einiges erzählen. Ja, okay, erzähl. Nach stressigem Büroalltag und Selbstständigkeit hat man ja auch mal eine freie Minute. Ja, genau. Ja, haben wir sehr wenig von. Ja. Weil wir sind richtige Arbeitstiere. Und dann bin ich einfach in meinen PlayStation Store reingegangen. Ja. Zu gucken, was es so gibt. Dann habe ich gesehen, dass es ein Spiel gibt, Schlag den Star. Ah, okay. Von Stefan. Ja. Es gibt als Spiel. Ja. Und dann sagen wir, wer spielt denn sowas, Alter? Ja. Komm, laden wir mal runter. Haben wir gekauft, runtergeladen. Und dann haben wir das durchgespielt. Und? War lustig. Ne? Hat's Bock gemacht? Ja. Okay. Weil wir haben so gegeneinander. Du gegen Räder? Dulli und ich gegen Räder und so ein Computer. Ja. Und dann irgendwann gehe ich so weiter und dann sehen wir, wer wird Millionär. Ja. Und Dulli sagt noch, wer spielt denn so ein Blödsinn auf der PlayStation? Ja. Das haben wir dann auch runtergeladen und was haben das so 8 Stunden gespielt. Nein! Ja. Und ich habe gemerkt, wir sind dumm. Ja, aber man keine Frage beantworten kann. Wir sind auf die Schwierigkeit einfach gegangen. Keine Frage. Nee, die bis zur 500-Euro-Frage war immer locker. Ja. Ab der 1.000-Euro-Frage. Ist immer vorbei? Ist immer vorbei. Aber man kann auch diesen Joker ziehen. Da ist es irgendwie komisch, wenn du den Publikumsjoker nimmst, die geben dir immer die falsche Antwort. Echt? Ja, da steht so 75% A, du drückst A, ist falsch, ist B. Mit so 8%. Also ganz schlimm. Richtige alte Männer hier, die so. Und ich habe gemerkt, ey, Allgemeinwissen ist schon wichtig. Ja. Und ich glaube, seit gestern, dass du bei Wer wird Millionär weit gekommen wärst. Ja? Ja. Weil du hast ja so ein komisches Wissen, was kein Mensch braucht. Ja, eben. Alles, was wichtig ist, ist nicht da. Ja. Aber alles, was unnötig ist. Ja, aber die fragen oft nötige Fragen, nicht unnötige. Zum Beispiel, wo endet der Amazonas? Ja. In Venezuela, Brasilien, Peru oder Argentinien? Diese 4 hast du als Auswahl. Solche Fragen? Ja. Geografische Fragen viel? Auch. Ja, aber die fragen dann auch zum Beispiel, wie viele Tage hat Napoleon Krieg geführt? Und dann musst du das wäre bei schwer, wir waren bei einfach. Ja, okay, ja, einfach. So, hier kommen auch so Celebrity-Fragen? Ja. Was zum Beispiel? Wie heißt Aquamans Frau? Okay. Gute Fragen, Alter. Oder, ja, auch Themenbereich. Oder wie heißt Bruce Waynes Eltern? Ja, klar, ist doch super. Ja, hätte ich ja komplett zerstört. Alle Fragen bis jetzt. Ist die Antwort. Von was? Bruce Wayne. Thomas und Martha Wayne. Ey, das ist einfach richtig. Ja, klar.
Du könntest da echt mitmachen. So würde ich anmelden? Beim echten wer wird mitmachen? Ja. Nein, aber was, wenn ich gewinne? Dann beende ich den Podcast. Nee, die Fragen sind echt, also es ist aber schön, dass es den nötigen Effekt bei euch ausgelöst hat, dass man sagt, ey, Allgemeinwissen ist wichtig. Wobei ich aber hier nochmal anmerken möchte. Ja. Wo endet der Amazonas? Das ist eine Allgemeinwissensfrage, ne? Aber nicht, wer sind die Eltern von Bruce Wayne, wer ist Aquamans Frau? Ja, aber es ist auch mal gut zu wissen. Ja, aber ist das jetzt eine Frage, die wichtig für den Menschen ist? Das ist doch Quatsch. Nein. So, ist keiner von euch weit gekommen? Ist keiner von euch Millionär geworden im Spiel? Also, guck mal. Ja, siehst du? Ja, warte mal. Ja, mit ganz. Das lasse ich nicht gelten erstmal. Jawohl. Das ist, als ich dann zu Hause war, bei meinen Eltern und zurückgekommen bin, ist er Millionär geworden. Das heißt, ich war nicht im Raum. Der hat gegoogelt. Dann sage ich, hast du gegoogelt? Sagt er so, ich schwöre es dir nur bei einer Frage und das war die 1-Million-Euro-Frage. Ja, also. Das ist ja das Wichtigste. Das ist ja so, hast du geschummelt beim Fußball? Nein, nur als ich das Tor geschossen habe. Ja, und das nehme ich nicht an. Mm-mm. Weil als ich dann da war, war das Höchste, was wir alle geschafft haben, 16.000. Boah, das sind echt komische Fragen. Ey, was ist aber, wenn es dann so, wenn du auf schwer spielst, was ist denn dann? Ja, dann kommen so richtig Napoleons dritte Frau. Ja, genau. Ja, sowas. Ja, dritte Frau. Ja, das weiß keiner. Martin Luther. Ja, sowas so. Weiß ich auch nicht. So, nee. Weißt du, was ich meine? Das sind dann so. Hast du mal so einen Wettbewerb mitgemacht? So Wissenswettbewerb? Nee, Lesewettbewerb oder? Nur. Ja? Ja. So als schnellster Leser der Welt? Nee, als normaler Lesewettbewerb, da habe ich alles. Also, ich bin damals als Kind, also, obwohl ich 3 Monate zu spät in die erste Klasse gekommen bin. Warum? Aus privaten Gründen, die ich hier nicht erzählen kann. Ich bin wirklich 3 Monate. Ah, ich weiß. Ja, ich bin 3 Monate zu spät in die erste Klasse gekommen. Ja, ich glaube, du weißt wirklich, ne? Ja, doch, du hast mir erzählt. Ich bin 3 Monate zu spät in die erste Klasse gekommen und ich hatte so ein Talent fürs Lesen, dass ich dann im Lesewettbewerb mitgemacht habe. Und dann habe ich aber alles zerstört, also in den Schulmeister. Ich habe bei uns gewonnen, im Umfeld, im Kreis, dann Rheinland-Pfalz, dann Westdeutschland und dann kam ich so in die ganz, so für ganz Deutschland. Das weiß ich noch ganz genau, das stand, ich habe sogar den Zeitungsbericht noch, da sieht man mich noch mit meinem Pilzkopf. Und dann in der deutschen Meisterschaft bin ich 3. geworden, aber nur. Das habe ich selber gesagt, das ist noch die Begründung. Nicht, weil ich falsch gelesen habe oder mich falsch aus... Weil da warst du immer raus, so wenn du irgendwie ein Wort falsch aussprichst oder so, sondern einfach nur, weil ich zu schnell gelesen habe. Weil die gesagt haben, ey, der liest zu schnell. Der hat richtig gelesen, aber der liest zu schnell. Und angenehmes Lesen beinhaltet vernünftig vorlesen. Die junge Dame geht in die Boutique. So musst du vorlesen. Habe ich so, die junge Dame geht in die Boutique. So habe ich vorgelesen. So wie du gesagt hast, damals so Busta Rhymes. Basta Rhymes, aber du liest echt schnell, ne? Ja. Das ist dein Talent, ne? Ja, das ist ein Talent, das ich habe, sehr, sehr schnell lesen. Also wirklich, ich kann so, dass Leute teilweise nicht glauben, wenn die nach, ey, du hast das doch gar nicht gelesen oder Bücher, ich kann das wirklich, das, ich weiß auch nicht. Ja, so Autisten können sowas. Ja, ich kann oft so, du kannst so ein Buch öffnen, ich gucke 2 Sekunden auf beide Seiten, ich hab's durchgelesen. Ey, krass. Das ist echt krass. Die Leute denken, wir machen Spaß. Nein, ich kann das echt. Also das kann man ja auch testen. So, ich kann das echt, es ist aber, ich glaube, jetzt ernsthaft, ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass ich so ein Talent fürs Schnelllesen habe, also meine Erklärung, wenn ich erklären müsste, warum ich das kann, sondern weil ich einfach so viel lese und schon immer gerne gelesen habe, schon als ich kam in die erste Klasse und ich habe nur gelesen und ich glaube, das ist ja wie wenn du, ich muss erklären, die beste Analogie, die ich dafür habe, ist wie wenn du mit einem Rubikswürfel, so, wenn du weißt ja, dass das gibt, jemand, der das jeden Tag ununterbrochen macht, ne, so wie wenn er so sich am Knie kratzt, er macht es einfach ununterbrochen, während er chillt. Du weißt ja, die können das in 2 Sekunden. Ja, da bin ich aber jetzt nicht deiner Meinung. So, genau, und ich denke einfach, wenn jemand immer viel liest und andauernd, dann ist Lesen für ihn keine Tätigkeit mehr, die so mit Erschwernis oder so verbunden ist. Aber du, bin ich nicht deiner Meinung, weißt du warum? Und nimm jetzt die Oma Else, die seit 55 Jahren liest. Trotzdem tut sie es aber. Ja, na klar. Was haben denn Omas zu tun? Ich lese hier unterbrochen, guck mal, wie aber ich wollte sagen, die kann nicht so schnell lesen. Guck, das ist schon ein Talent. Du hast mich ja schon so voll oft erwischt, dass du guckst auf meinen Laptop und dann habe ich eine Wikipedia-Seite was weiß ich, die Sahara. Und dann lese ich einfach so alles über die Sahara durch und so. Ich glaube, ich beschäftige mich ja den ganzen Tag mit Lesen. Das ist ja auch wie so eine Sucht. Ich sehe irgendwas, ich muss das durchlesen.
So was, was ich selbst, wenn ich mir einen Donut kaufe, ich drehe so die Packung und lese das einfach. Ja, aber trotzdem ist das ein Talent. Weil du kannst ja in einer Rekordzeit. Ja, ich kann wirklich extrem schnell. Ja, also, das hat. Der Ansatz ist nicht schlecht. Weißt du, ja, ja, weil du es halt oft und immer machst, ja, aber trotzdem fällt es nicht dir einfach, so. Genau. Trotzdem nicht so. Boah, ich kann jetzt auch anfangen, irgendwann weißt du, Aktien zu lesen. Also Aktien, ja. Den Aktienmarkt. Ja. Und ich kann es 20 Jahre machen und irgendwann bin ich super. Ja, genau. Irgendwann bin ich super. Aber dann kommt so ein 9-jähriger Autist, der sieht nur etwas und kann sogar vorausschauen denken. Ja. Das ist ein Talent. Ja, weil ich habe das eigentlich immer, ich dachte echt, das ist durch die Erfahrung. Weil wie wenn jetzt zum Beispiel jemand neu anfängt, ein Video zu schneiden, er braucht so 5 Stunden, er muss gucken. So, du machst so, komm, ich nenne zum Beispiel diesen Trailer damit. Du kannst das ja so ganz schnell, weil dir das einfach liegt. Ja, aber das ist auch ein Talent, weil ich Sachen sehe. Ja, aber ich glaube, die, guck mal, ist nicht Talent, also was heißt ist nicht, ich glaube, Talent heißt doch, dass etwas einfach, dass du ein Talent dafür hast, eine von Gott gegebene Gabe. Genau. Genau, aber ich glaube, du kannst schneiden, nicht weil du Talent hast, sondern weil du es einfach so oft gemacht hast, dass dir das einfach einfällt. Nein. Okay, dann nimm jetzt 10 Cutter, ja, die schneiden. Genau. Die können wahrscheinlich schneller als ich schneiden. Schneller? Ja. Ich habe schon gesehen, ey, du machst das so schnell. Ach, ich will eine bessere Idee für einen Song. Dann ziehst du einen Song von YouTube. Dann machst du da, bam, dieses Thumbnail. Zack, zack, zack. Ja, aber am Ende des Tages, was willst du damit erreichen? Zum Beispiel, guck mal jetzt bei Reda, deswegen habe ich auch gesagt, der ist ja noch sehr, sehr langsam. Was ja, ja normal ist. Ja. Er muss erstmal das Programm kennen. Genau, und schauen. Irgendwann wird er schnell sein. Irgendwann wird er schnell sein. Ja. Aber wenn er nicht das Talent hat von Anfang an. Meinst du? Ja, du musst schon so videoaffin sein. Ich weiß es nicht. Ich bin so zwiegespalten. Okay, gehen wir mal zum Boxen über. Das ist ja dein ja Lieblingssport, oder? Ja. Oder gibt es einen, was? Nein, Boxen. So? Ja. Ja, okay, Chef. Ja. Boxen. Ja. Jetzt nimm mir einen, der im Boxstall jeden Tag trainiert. Ja. Und jetzt nimm mir einen Mike Tyson. Genau. Der trainiert jeden Tag Skills, genau, Technik, ja, alles. Und jetzt kommt ein Mike Tyson mit halb so. Ist ein sehr gutes Beispiel, aber was zeigt das da? Der Mike Tyson, der konnte sein Dings nicht halten. Der hart trainiert hat, der hat Mike Tyson ein bisschen. Ja, klar, weil Work Hard Beats Talent. Genau. Ja, Hard Work Beats Talent. Ja, genau. Hard Work Beats Talent. Genau, weil. Aber, da sind wir uns einig. Genau, aber das ist jetzt nichts gegen Tyson, das kann man ja auch logisch erklären, weil man sagt, jemand, der talentiert ist, tendiert zur Faulheit. Okay, jetzt, okay, warte mal, genau. Wenn er, nehmen wir Mike. Ja. Ob wir den so kennen. Ja, also klar kennen ja wir den. Ist von so uns. Der ist von uns. Ja, was ist das richtige Ausländerspruch? Ja, der ist von uns. Der ist von uns. Dann nehmen wir Mike, ja? Ja. Und ich stelle mir vor, Mike würde wie der andere trainieren und so disziplinieren. Ja, dann wäre vorbei. Dann wäre er der Beste, den es gibt. Also es gibt gar keinen, also dann wäre Mike Tyson unbesiegbar, okay, 40 Jahre lang. Und jetzt der Typ ohne Talent trainiert 10 Jahre durch. Oder Mike Tyson trainiert mit seinem Talent 10 Jahre. Ja, dann wäre Mike Tyson unbesiegbar. Also brauchst du Talent, um überdurchschnittlich ja etwas. Okay. Genau. Aber Talent alleine reicht nicht. Aber reicht man nicht kann ohne Talent und Fleiß. Verstehst du? Kannst du auch Sachen erreichen. Ja, genau. Kannst du auch Sachen du erreichen. Du kannst zum Beispiel ein Lewis Hamilton sein. Ja. Aber du kannst auch ein Michael Schumacher sein. Ja. Aber sind Lewis Hamilton und Michael Schumacher nicht auf einem Level? Glaube ich schon. Ich glaube, Schumacher war schon King, Alter. Ich bin jetzt nicht da drin. Ich auch nicht, aber so viel aber ich weiß. Aber Schumacher also war schon krass. Also, so viel ich so mitbekomme, nur so als Laie, was man überall aufschnappt, bevor so Motorsport-Nazis mich jetzt beleidigen von oben bis unten. So wie ich das mitbekommen habe, ist das so, dass Hamilton an Schumachers Erbe kratzt. Dass man sagt, nee, die sind schon mittlerweile. Okay. Das ist nicht so. Halt das fest. Obwohl, für mich Schumacher immer King. Okay, halt das fest. Ja. Dann können wir ja das Gleiche über Jordan und LeBron. Ja. LeBron kratzt auch an Jordans Erbe. Ja. Oder hat schon wahrscheinlich ja ein paar Rekorde gemacht. Aber ist Jordan LeBron? Oder LeBron Jordan? Nein, Jordan ist krass. Aber da denke ich auch, dass es dass einer eher der Arbeiter ist und der andere das. Natürlich, wenn beides zusammenkommt. So, das ist man super weiß, macht. So, man weiß das zum Beispiel, dass es bei Floyd Mayweather ist. Der ist halt talentiert, aber der hat doch am härtesten trainiert. So, und dann bist du der dann ist Schicht im Schacht. Ne? Dann bist du auch wie Mayweather einfach, du dominierst einen Profisport für fast 30 Jahre. So, Mayweather ist, glaube ich, 96, wenn ich mich nicht irre, ich will nichts falsch sagen. Der ist 96, 97 Profi geworden und ich glaube, der hat bis 98 geboxt. Den McGregor-Kampf können wir nicht zählen, weil das ist Show-Scheiße gewesen. Also nicht, dass der Kampf gefixt ist, war oder gekauft, aber
Aber da wusste ich, dass ein MMA-Kämpfer gegen einen Boxer im Boxsport hat, sieht da kein Land. Das ist ja klar. Aber wir reden von den richtigen professionellen Boxkämpfen gegen andere Profis. Ja. Da war Mayweather 21 Jahre einfach dominant. Okay, Mayweather's Disziplin. Ja. Mit Tysons Talent gemischt. Ja, dann ist vorbei. Also dann ist so, dass man den Boxsport beenden muss. Man muss sagen, das ist so ein antiker Sport. Echt? Ja, weil es keinen Sinn mehr macht. Das ist so. Hätte alles umgehauen. Ja. Auch wenn der Holyfield? Alle. Gar keine Chance. Gar keine Chance. Also es zählt natürlich neben, guck mal, wenn man sagt harte Arbeit, fließen ja da auch andere Sachen rein. Zum Beispiel dein Wille, ne, dein Biss. Das gehört auch alles zum Boxen dazu. Mike Tyson war leider psychisch sehr labil. Der ist also immer man hat das auch gesehen bei Kämpfen teilweise, wenn der Gegner keine Angst vor ihm hatte, wenn der Gegner ein bisschen Druck gemacht hat, dann ist Tyson eigentlich in der Regel immer eingeknickt. Ich weiß, Tyson-Fans hören das nicht gerne, ne? Aber das ist die Wahrheit. Aber ich sag auch immer... Aber du sprichst ja auch nicht einfach so jetzt als Laie, genau, du kennst dich ja aus. Genau, und es gibt, guck mal, das, was ich immer... Es gibt keine Mike Tyson-Fans. Also, warte, stopp. Die Leute, die behaupten, die Mike Tyson-Fans sind, sorry, ich revidiere das, sind meistens keine Fans, sondern sind Leute, wenn du Ahnung vom Sport hast, du hörst es ja raus, wenn du mit einem redest. Die sind keine Mike Tyson-Fans, weil die haben noch nie in ihrem Leben, die gucken nicht mal einen ganzen Mike Tyson-Kampf. Die gucken auf YouTube einfach Highlights. Best KOs und Highlights. Ja. Und weil die das feiern, weil es spektakulär aussieht, denken die dann, die sind Tyson-Fans. Die sind die krassen Tyson-Gucker. Und dann frage ich immer, hast du den Kampf gesehen? Hast du Mike Tyson gegen Larry Holmes geguckt? Hast du Mike Tyson gegen Spinks? Hast du dir den ganzen Kampf angeguckt? Nicht denn? Nein, noch nie. Machen die nicht. Klar, ein Boxkampf dauert ja auch lange. So gucken die nicht. So, dann können diese Leute meistens nicht mitreden. Aber es ist so, vom Talent ist Mike Tyson der krasseste aller Zeiten. Aber wie gesagt, er hat Gegner unterschätzt, er hat sich überschätzt. Er hat nicht richtig trainiert, dann hat er sehr viele private Probleme. Dann war er zum Beispiel psychisch labil. Das ist ja auch das, was die Leute wenn ich mit Basketballfans rede, bei Jordan und LeBron kritisieren. Also ich sag nur, was Basketballfans mir sagen, ich habe da nicht so die Ahnung. Die sagen zum Beispiel, ein Michael Jordan hatte 39 Fieber und hat das Spiel seines Lebens gemacht. Das beste Spiel, das Michael Jordan gemacht hat oder wahrscheinlich zu den besten Spielen gehört, da hat er 39 Grad Fieber. Also die Leute haben gesagt, ey, du stirbst. Aber nein, weil er diesen Willen hatte, weil dieses Spiel, LeBron ist einer, der hustet so, dann geht er vom Feld und geht dann extra am nächsten Tag zur Pressekonferenz so in Krücken und so, um zu zeigen, ja, ich war gestern krank, ich konnte nicht abliefern. Der hat nicht diesen Biss und diesen Biss hatte Tyson auch nicht. Das bedeutet, sobald ein Gegner zwei... Wer hatte so einen Biss gehabt? Ali. Ali hat so einen Biss gehabt? Ja, weil bei Ali wusste man, der stirbt, bevor er verliert. Ich meine, du musst ihn erschießen. So, weil sein Wille, das war so... Das ist natürlich auch nicht gesund. Ja. Du kriegst Schäden dadurch. Aber sein Siegeswille war zu extrem. Mike Tyson hat viel von... Das sagt er aber auch selber. Mike Tyson hat viel von... Angstmacherei gelebt. Er hat gesagt, ich bin immer reingekommen, ganz böse, hab die Gegner böse angeguckt. So, ich hab jeden eine Minute K.O. geschlagen. Ich war bekannt als dieser böse Straßentyp. Alle haben mich gefürchtet. Und das habe ich in meinen Gegnern gesehen. Und das sagen auch viele Gegner. Die haben schon, bevor sie rausgegangen sind, nicht selbstbewusst, die so, oh Gott, gegen Tyson. Angst. Aber jeder Gegner, der gar keine Angst hatte, der gesagt hat, nö, ich will gegen den kämpfen. So Evander Holyfield, da hat das nicht funktioniert. War George Foreman ein krasser Boxer? Sehr krass. Ja, der hat Grills gemacht. Ja, genau, das ist der, aber der war gesegnet mit so Krafttalent. Der hat teilweise, er weiß, wie schlecht er teilweise gehauen hat, so. Aber der hat dich einfach getroffen und bist schlafen gegangen. Das war diese Pferdekraft, die du einfach so bekommst. Aber was ich schade finde, ist eben halt dieses... Aber das gibt's doch bestimmt beim Fußball auch. Dass es Leute gibt, wo du sagst, der könnte vielleicht so gut sein wie der, aber der arbeitet nicht so hart, der verlässt sich auf sein Talent. Aber was ich aber so schade finde, gerade beim Boxen, ist das so, ich kann mich erinnern, als Kind, so mein Vater hat immer geguckt, ich habe so halb geschlafen, ja. So, es war ja immer nachts. Ja. Und Boxen war so ein edler Sport. Ja, voll. So ein Event. Gentleman-Sport. So, jetzt so, du hörst gar nichts mehr, in Deutschland gibt es ja kein Boxen mehr. Genau. Und, weil wir keinen Champion mehr haben, so alle weg. Die Klitschkos, ja, ich weiß, die sind keine... Henry Maske. Okay. Klitschkos, Henry Maske, Sven Ottke hatte man damals an Abraham, Felix Sturm, die alle in Deutschland ihre Fanbase hatten und deutsche Fernsehverträge. Und das ist weg und dann ist natürlich die Popularität in Deutschland schwimmen gegangen. Ne? Man muss aber generell sagen, dass die Popularität des Boxens weltweit und auch in den letzten Jahren extremst
nachgelassen hat. Also, aber jetzt gibt es ja jetzt wieder diese Showkämpfe. Diese YouTube-Showkämpfe, die machen natürlich, sorgen für sehr viel Aufmerksamkeit. Und man muss beim Boxen sagen, das gibt es immer, seit 20 Jahren schon. Es gibt immer diese 3-4 Superstars, die sogar mehr verdienen als Fußballer. Ja, aber es sind immer nur 3-4 Stück. Ne? Wie jetzt hat man zum Beispiel Canelo, man hat Tyson Fury, man hat Anthony Joshua. So die drei. Und diesen einen, den ich nicht mag? Deontay Wilder. Ja, der hat auch sehr, sehr viel Geld verdient, aber der wurde halt jetzt dreimal deklassiert. Ne? Ich glaube, seine Zeit wird nicht mehr ganz um sein. Aber die anderen verdienen nun in der Kurve. Man sagt ja, wenn jetzt Anthony Joshua gegen Tyson Fury kämpfen sollte, die werden 100 Millionen machen. Jeder. Denkst du, das Boxen kommt wieder? Guck mal, in England ist Boxen sehr beliebt und in Japan ist Boxen sehr beliebt. Und in Amerika, wenn die richtigen Leute kämpfen, guck mal, wenn Canelo kämpft im Texas Stadium oder so, der verkauft 60.000 Tickets. Mhm. So, aber es ist immer nur so ein Star und die richtigen Kämpfe müssen gemacht werden. Es ist halt viel Politik auch, Boxen, ne? Aber es gibt neue Superstars. Tank gibt's, dann gibt's Ryan Garcia, der hat, glaube ich, 10 Millionen Follower auf Insta. So, jetzt sagt man, ja, was ist Insta? Aber das ist ja auch ein Indiz. Ein junger Boxer, der so viele Follower hat, ja, weil der sieht gut aus, der bringt diese Sachen mit. Das ist, glaube ich, ähnlich wie beim Fußball. So, nee, Fußball ist schon anders, Bruder. Nee, was ich meine ist, dass wenn jemand noch ein gutes Aussehen und so mitbringt, dass er vermarktbar ist. Ja, das sowieso, ja, ja. Dass er, aber guck mal, Tyson Fury. Ja, der sieht. Ja, aber der ist ein geiler Typ. Deswegen meine ich Star Appeal. Der sieht ja, der hat so X-Beine, dann sehen die aus wie so Zahnstocher, der hat eine ganz komische Physis. So ganz komischer Typ, aber weil er so ein geiler Typ ist. Boah, Star. Gestern, wir haben UFC gespielt, ne? Ja. Bruder, weißt du, wie ich die umgenockt habe? Laber nicht. Bruder, keine Chance. Geil, wen hast du genommen? Wie hieß er? Usman erstmal? Ja, ehemaliger Welterweight-Champion. Usman habe ich genommen, dann habe ich Tyson Fury einmal genommen. Kann man den nehmen? Ja. Aber sieht mit seiner Tyson Fury-Figur? Ja. Nein, oder haben die den so Styles gemacht? Du kannst jetzt auch Hasbullah nehmen. Er hat mir erzählt, aber der meinte nur das Gesicht und der ist ja auch so groß. Nein, so, der ist normal. Schade. Auf jeden Fall. Aber Tyson Fury auch so dick und so? Ja. Geil. Oder tut, kann nicht treten. Ja, genau. Unbeweglich, aber wenn der einmal trifft. Vorbei. So, aber dann habe ich Bruce Lee genommen. Ja, King. Ja, aber Bruce Lee, der Arme aller. Wieso? Ich muss dich 700 Mal schlagen, dass du eine Kopfverletzung hast. Ja, der wiegt ja auch 14 Kilo nur. Ja, aber gestern, ne? Also man hat schon gesehen, dass, sag ehrlich, Reda. Wenn ich den, der hat zum Beispiel gegen Reda gespielt, Dulli. Ja. Und Dulli hat irgendwann Ding bekommen, Motivation. Ja. Ja, komm her, komm her. Boah, wie beim FIFA. Einfach bam, 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 Kompo, einfach liegen geblieben. Geil. Aber die haben gesagt, die haben auch Tekken gespielt. Ja, aber Tekken bockt nicht. Doch, Tekken bockt. Ja, das alte, echte. Das ist doch das neue, ist doch nur verbessert. Ja, aber das neue bockt überhaupt nicht. Nein? Nee. Ich warte auf das neue Street Fighter und dann seid ihr alle, dann ist vorbei für euch. Kannst kein UFC spielen? Nee. Ich kann Street Fighter spielen. Ich kann Tekken spielen, jetzt kommt auch bald das neue Fight Night, kommt raus, also Boxspiel. Hm? Kommt jetzt auch raus. Ja, es gab ja Fight Night Round 4 war das letzte. Für PlayStation, das war geil, da habe ich immer Ömer zusammengeschlagen. Das hat richtig Bock gemacht. Ah, Ömer. Ich habe mit ihm telefoniert. Hast du Schiffe versenken früh gespielt? Nee. Ich habe das geliebt, Schiffe versenken. Nee, das war doch mit dieser oben, unten, ja, diese genau, Kordi. Und dann sagst du so, A4, Treffer. Das hast du nicht gespielt? Nee. Was sind so Gesellschaftsspiele, die du magst? Magst du Mensch, ärgere dich nicht? Geht. Magst du Monopoly? Ja. Okay, warum das? Patte. Ja, aber das Monopoly hat auch so ein, das ist ein Charakter des Spiels, das sich das extrem aggressiv macht. Ja, ja. Was mag ich noch? Cluedo fand ich gut. Was macht man denn nochmal? Wo man herausfindet, wer der Mörder ist. Okay, aber wie wird das gespielt? Wie ist der Spielverlauf? Boah, genau, man findet den Mörder raus, ja. Aber mit den Karten, ne? Da musst du so Sachen. Boah, ich weiß gar nicht mehr. Wie will der das wissen? Der ist so in der Szene. In der Spielzeug-Szene. Du weißt, dass ich Gericht gefeiert habe. Tabu. Nein. Hast du Tabu gefeiert erstmal? Ja, schon, aber. Aber es macht schon Bock. Du musst das beschreiben. Aber richtige Leute. Müssen die richtigen Leute dabei sein. Ja, und du darfst so fünf Begriffe nicht, die fünf wichtigsten Begriffe nicht nehmen. Risiko habe ich übertrieben gefeiert. Was war da nochmal? Was spielt man da? Da bist du so, du hast eine Armee. Ja. Du musst dann über die Länder, musst du angreifen und so. Okay, mit Würfeln. Ja, ja, genau. Das hat richtig Bock gemacht. Kann man das auch so zu viert spielen? Ja, ja. Ja, sowas muss ich wieder machen. Das ist geil. Ja, geh mir rüber, kaufen wir ja, mal was. Aber Tabu habe ich immer gefeiert. Ja, weil du wahrscheinlich das sehr lustig machst. Ja, ja, genau, genau. So, und das, mir gefällt das Konzept. Also du musst etwas beschreiben, aber dann die fünf wichtigsten Sachen, die das beschreiben, darfst du nicht nehmen. Ich hab ein Titanic-Spielbrett gehabt. Okay, was musst du da machen? Ja, du hast Zeit. So Eis auf ein Schiff werfen.
Du hast da Zeit bekommen und du musstest da raus halt, ne? Ja. Dann hast du gehört, hast du so einen Pass gehabt, da stand so Jack drauf. Oh Gott. Dann lief Titanic jetzt wieder über die Feiertage? Ja, ne? Weiß ich nicht, aber Home Alone natürlich, also Kevin allein. Ja, läuft ja mal. Das lief rauf und runter. Was? Also Kevin allein zu Hause. Lief der mehrmals? Ich glaube, ich habe ihn die letzten 2 Wochen 4-mal im Fernsehen gesehen oder 5-mal. Ach so, ich dachte, der kommt nur einmal an den. Nein, das wurde rauf und runter. Auf jedem Sender, jeder Sender durfte mal ran. Das ist aber der beliebteste Weihnachtsfilm der Welt. Alle gucken den immer. Alle gucken auch immer alle 2 Teile. Letztens hat mir jemand auf Insta geschrieben, die 3 beliebtesten Weihnachtsfilme sind Kevin allein zu Hause. Hab ich mir gedacht. Stirb langsam. Ja. Siehst du mal. Das ist wirklich ein Weihnachtsfilm für die Leute. Und wer? Ich weiß, mir haben das auch viele geschickt. Voll viele. Ich möchte hier nochmal anmerken. Geht 3 Jahre zurück. Ich habe es in der 2. Folge oder so gesagt. Wer hat es immer gesagt? Ich habe immer gesagt. Ja, aber das ist Quatsch. Das ist ein Weihnachtsfilm. Bei wie vielen Minuten sind wir? 26. Oh. Das ist ein Weihnachtsfilm. Ich darf ja selber nicht. Hast du von Bruce Willis gehört, ne? Was? Hast du es nicht mitbekommen? Dass er aufhört? Ja. Ja. Weißt du warum, ne? Der hat Krebs oder so, ne? Nein, der hat so eine Krankheit im Gehirn. Also, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, dass man das immer sagen muss, ne? Weil man keinen Bock hat, dass Leute einen angreifen. Er hat eine Krankheit in einem Bereich des, wo ein Bereich des Gehirns, der dafür da ist, Sachen sich zu merken, dass dieser Bereich des Gehirns ist beschädigt. Das heißt, er kann sich nichts mehr merken. Er vergisst alles, er kann keine Texte dann mehr aufsagen. Demenz? Nee, es ist nicht Demenz, es ist anders. Aber ich weiß nicht, ob es das war oder Sprechen. Warte, schauen wir uns das mal an. Das ist eine gute Sache. Und schade, ich und Cheyenne haben vor allem letztens einen sehr geilen Bruce Willis-Film geguckt. Weißt du noch, Cheyenne? Ja, der war gut. Keine halben Sachen. Was sagst du dazu? Ein geiler Film. Haben wir es kaputt gelacht? Ja, du musst es überlegen. Der Zahnarzt war aber der Beste. Der war richtig geil. Wie heißt der nochmal? Welcher, der Zahnarzt? Ja. Matthew Perry. Matthew Perry. Von Friends. Der zweite Teil haben wir immer noch nicht geguckt. Wir haben extra auf dich gewartet. Gucken wir jetzt. So, wir sehen uns jetzt hier die Krankheit an. So. Der ist in Deutschland geboren, Bruce Willis, ne? Naja, ja, alle. Oberstein. Bruce Willis, Krankheit. So. Okay, Ende März hatte der 67 Jahre alte Willis nach einer Aphasie-Diagnose überraschend seine Filmkarriere beendet. Aphasien oder Aphasien, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, es wird ein PH geschrieben. Also Aphasien oder Aphasien sind Sprachstörungen, etwa beim Sprechen, Verstehen, Schreiben oder Lesen, die als Folge verschiedener Erkrankungen auftreten können. Boah, für einen Schauspieler ist es vorbei. Das heißt, das Wichtigste, was er braucht, das sind die wichtigsten Fakten zur Krankheit. Gehen wir mal davon aus. So. Wir lernen mal hier. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es Aphasie oder Aphasie heißt. Ich glaube Aphasie, ne? PH. Übersetzt bedeutet Aphasie so viel wie Sprachverlust. Es handelt sich bei der Krankheit um eine erworbene Sprachstörung, die das gesamte Sprachsystem betrifft. Krass. Eine Aphasie wird durch eine Erkrankung des Gehirns verursacht. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um Schlaganfälle. Diese machen etwa 80% aller Aphasien aus, aber auch Schädel-Hirntraumata, Tumore, Hirnblutungen, Entzündungen und andere Erkrankungen des zentralen Nervensystems können eine Aphasie verursachen. Jetzt das Wichtigste, welche Symptome treten auf? Bei einer Aphasie sind alle Facetten, die zur Sprache gehören, betroffen. Jedoch sind Verlauf und Schweregrad der Erkrankung sehr verschieden. Die Fähigkeit zu sprechen und zu verstehen, aber auch die Schriftsprache, also das Lesen und Schreiben, sind beeinträchtigt. Zudem ist die Kommunikationsfähigkeit gestört. Boah. Das heißt, das Wichtigste, was du brauchst, also ist einfach deine Fähigkeit der Sprache. Das heißt, in Schrift, in Lesen, in Sprechen, in allem. Das Einzige, was er dann noch drehen könnte, wäre Terminator. Ja, genau, weil er nicht reden muss. Stimmt, oder er spielt einen Stumm. Ja, aber das wird er nicht machen. Warum nicht? Du kannst doch so eine coole Rolle, du bist so ein cooler Stummer. Ja, aber Bruce Willis lebt davon, wie er so cool redet. Ja, so geile Sprüche und so, ja. Wie bei Let's Boy Scout. Let's Boy Scout, ja, King. Wo der sagt, wegen Rap. Ja. Ja, genau, wo die sagt, haben sie immer so schlechte Laune? Ja, klar. Sie können sogar die Laune noch schlechter machen. Ja, wie denn? Dann legen sie einfach einen Rap auf. Das ist geil. Hast du von Bruce Willis Dings geguckt? Weil das wäre ein Film, glaube ich, den Stirb langsam 3 mit Samuel Jackson. Ja, habe ich gesehen. Der ist geil. Den habe ich gesehen. Stirb langsam 2 habe ich gesehen. Das ist der im Flughafen. 1 habe ich gesehen. Ja, Wolkenkratzer, der beste Film, den es gibt. Und einen mit seinem Sohn habe ich gesehen. Boah, 5, das ist der Stirb langsam 5.
ist in der Top-10-Liste der schlechtesten Filme aller Zeiten. Nur weil das nach 2008 kam. So, lass doch mal Filme auch in der Neuzeit gut sein. Nein, wirklich. Alles, was früher war, war geil. Ja, geil. Ich habe jetzt einen Film gesehen mit Reda. Welchen? Ausnahmezustand. Warte, ich weiß noch mal, was Ausnahmezustand... Mit Samuel Jackson und Kevin Spacey? Nein. Nein, das war Verhandlungssache, sorry. Mit Bruce Willis und Denzel Washington. Ist das dieser Geiselfilm? Nee, dieser Politik-Thriller? Nein, dieser Kriegsfilm? Ich habe so alles aufgedeckt. Das arabische Terroristen ja. Machen Bombenanschläge in New York. Ja, wer sonst? Und Denzel ist der Leiter von der FBI. Ja. Und die CIA mischt sich ein, weil sie damit zu tun haben. Ja, wie und immer, vor, die haben dann so Beef. So. Vorher mit denen befreundet ja, waren, ja. Mit den Terroristen. Ja. Und Bruce Willis ist der General. Ja, sag ich doch, Politthriller, habe ich ja richtig gehört. War der, hat dir gefallen? Der war ein sehr starker Film. Sehr stark. War Bruce Willis-haft darin? Ich kann mich nicht erinnern, ich glaube, ich habe ihn einmal gesehen. Nee, Bruce Willis hat nicht diese Coolness gehabt, ja. Aber der war so... Stylisch. Allein seine Präsenz. Ja, einfach. Seine Präsenz, der ist stylisch einfach. Aber Denzel, Bruder. Stylisch? Ja. Wie allein... Boah, Denzel Washington ist krank. Ja, Denzel und Bruce Willis sind beide stylisch. Wir haben ja, Reda und ich machen hier so einmal die Woche einen Denzel-Film an. So ja. Für die, wir müssen ja auch alle gucken. Ja, ja, aber wieso guckt ihr immer ohne mich? Du bist ja nie da, du hast ja nie Zeit. Doch. Was machst du? Wollen wir so chillen? Ich bin erstmal im Januar nur noch 4 Tage zu Hause und dann muss ich mit meiner Familie sein. Okay, findest du die Chemie von Denzel Washington und Bruce Willis? Ja, lenk ab. Nein, ich lenk nicht ab. Dass du jeden Tag Auftritte hast. Na warte, dazu kommen wir gleich. Denzel Washington und Bruce Willis. Ja. Findest du die zu zweit in dem Film? Rede, guck mal, du kannst beurteilen, weil du hast ja beides gesehen. Du hast Bruce Willis und Denzel Washington gesehen im Film, die Chemie. Findest du das zwar besser als die Chemie von uns beiden? Nein. Die hatten keine Chemie in dem Film. Die sind nicht so cool wie wir. Das ist einfach die Wahrheit. Aber Denzel. Ja, aber wetten wir in Denzel Washington eine. Wer weiß, ob der nicht uns guckt oder hört? Niemals. Doch. Der sagt, boah, the Germans. Best Podcast. The Germans. Einfach Denzel Washington. Allein diese Attitude, was der hat, ne? Aber wieso heißt der mit Nachnamen wie eine Stadt? Chef, ich heiße Nisa Köln. Ja, das ist unstylisch. Ja. Nisa Cologne. Nisa Düsseldorf. Nee. Denzel Washington. Washington. Denzel Hayes Washington. Kennst du den Film mit Mark Wahlberg? Wo die so zwei Polizisten sind? Ja, aber den habe ich nicht so gefeiert. Und dann gibt es den mit Ryan Reynolds. Safe House oder so. Ja, den kenne ich. Es gibt sehr, sehr. Ich mag diese Filme, wo der so. Also guck mal, der hat ja viele. Der hat ja zum Beispiel Inside Job. Ja. Spielt ja auch so ein Verhandlungstyp. Ja, in der Bank. Der mit ja. Der Bank. Auch wo dann am Ende das Dings rauskommt, ja. Ja, und am Ende des Tages war da jetzt das auch. Der hat auch noch verhandelt. Kennst du Manchurian-Kandidat? Ich glaube, da spielt der auch mit. Spielt der nicht Denzel Washington auch mit? Der ist auch krass. Wie heißt der Film? Der Manchurian-Kandidat. Nein. Ich glaube, da spielt Denzel mit, warte. Der ist auch sehr stark. Weil das könnte dir auch gefallen. Ich wollte jetzt den nächsten, den ich gucken wollte, war das mit dem Debattieren, oder wie das heißt, Debattieren. Der ist geil. Der Manchurian-Kandidat, doch. Thriller, Polit-Thriller, Denzel Washington, 2004. Du musst viel lernen von mir, du angeblicher Fan. Ich hol nach. Ja. Sehr, sehr, sehr stark. Wir sind durch eigentlich, ne? Ja. Ja. Liked. Liked. Folgt. Folgt. Subscribed. Subscribed. Und? Ja. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Ja, das war eine angenehme Folge, so die man so. Ja, mal so mal was. Kann. Ja, so angenehm. So, die man hören kann beim Fahren. Ohne Schreien. Beim Kochen, beim Putzen, ohne Schreien. Ja, wir sind jetzt ein True Crime Podcast. Deswegen einfach immer das wechseln, wie es gerade passt. Ja, deswegen reden wir so leise. True Crime. Ey, was geht? Ey, warum sind diese Dinger so erfolgreich? Warum sind diese Dinger so erfolgreich? Kannst du. Funktioniert das auch jetzt? Nee, nee. Den kannst du aber mitnehmen, jemanden geben, der. Ja, genau, das ist an seinem. Ich glaube, ich wo Ende ist, ne? Nee, wir kennen das Ende nicht. Okay. Ja, auf jeden Fall, meine Damen und Herren. Ey, warte, warum sind True Crime Podcasts erfolgreich? Das musst du noch. Das sag ich dir in der nächsten Folge. Okay, in der nächsten Folge. Alles uns auch. Ja. Also machen wir welche in der nächsten Folge. Macht's gut. Macht's gut, peace. Ciao.